Durch Zutrauen entsteht Leistung. Klaus Gößweiner ist seit 10 Jahren begeisterter Ausdauersportler und Skibergsteiger. Bereits zum Jahreswechsel bezwang er die 4 Berge in rekordverdächtiger Zeit mit den Tourenskiern. Das aktuelle Projekt dient einem karitativen Zweck zur Unterstützung einer vom Schicksal schwer getroffenen Person. Mit dem festen Rückhalt seiner großartigen Familie nimmt Klaus Gößweiner jede Herausforderung an. Freuen Sie sich auf den 4-Berge-Trail, dem Gipfelsturm auf 8 Gipfel, 80 Kilometer und 8000 Höhenmeter. Klaus Gößweiner, herzlichen Dank für deine Zeit. 15. August ist ein neuralgisches Datum für dich. 8 Gipfel, 80 Kilometer, 8000 Höhenmeter. Klaus, du bist nicht neu auf dem Gebiet, du hast das Ganze auch schon mit den Skiern gemacht. Trotzdem, warum tust du das? Ja, ist wie gesagt eine gute Frage. Erstens einmal, weil ich im Winter schon gegangen bin mit den Ski. Das war, ist aus einer Laune heraus einfach entstanden, weil ich mich halt da trainiert habe mit den Ski und dann irgendwo die Idee gereift ist. Und genauso ist jetzt die Idee gereift und das Vorhaben entstanden, dass ich eben das Ganze auch im Sommer mache. Und jetzt freue ich mich schon sehr drauf. Es ist schon sehr weit gediehen, das ganze Projekt, und eigentlich rundum und um viel dabei entstanden, eben mit diesem karitativen Zweck und so weiter und so fort, was da dabei ist, mit ein paar prominenten Begleiter. Das ist für mich auch wieder was Neues. Und ja. Karitativer Zweck, da darf ich dich jetzt ein bisschen unterbrechen. Ich wollte dich fragen, tust du das, weil man davon so reich wird oder weil man so berühmt wird, oder steht der Zweck dahinter? Ja, erstens einmal tue ich es eben nicht zum Berühmtwerden und zum Reicherwerden, weil für das bin ich erstens schon zu alt und da hätte ich irgendwo früher in Leistungssport Fuß fassen müssen. Und ich tue es deswegen, weil man einfach eine irrsinnige Freude bereitet, mich da zu bewegen, und wenn man das in so einen Rahmen tun kann, ist das natürlich umso schöner für einen Sportler. Und jetzt dazu, wenn man sowas macht, muss man sich natürlich noch mehr die Sinnfrage stellen, wenn ich da, was weiß ich, von mehr als 18 Stunden durch die Gegend laufe. Und wenn ich das jetzt nutzen kann, wenn anderen eben zu helfen, dem es nicht so gut geht, der nicht sich bei Weitem nicht mehr so bewegen kann und so weiter, dann ist das einfach auch irrsinnig schön für dich selber, dass du das so verbinden kannst. Aus dem heraus jetzt Oberbrochen wirklich auf dich als Person, geht man da her und sagt, ich mache jetzt so Höchstleistungen, ich laufe jetzt, wo fängt das an, Klaus? Wie entsteht das? Also ich habe jetzt da selber viel drüber nachgedacht, noch einmal so im Nachhinein. Als 14-, 15-jähriger Bub war ich, wie damals der 24-Stunden-Lauf noch in Wörschach war, habe ich den Erhard Wolfgang dort laufen gesehen. Und das hat mich damals schon fasziniert. Und das ist mir auch jetzt über die Jahre, wo ich Skibergsteiger war und wo ich vorher Mountainbiker war, mir sind die Sachen immer irgendwo gesteckt. Aber irgendwie wollte ich mich in dem Bereich weiterentwickeln, wo es eigentlich am bekanntesten ist. Das habe ich bis zu einem gewissen Grad geschafft. Und jetzt ist das Vergangenheit. Und nach Hausbau und Familiengründung habe ich jetzt wieder ein bisschen angefangen, oder eigentlich ziemlich intensiv angefangen mit Leistungssport, und habe gesagt, okay, jetzt tue ich genau das, was ich eigentlich schon immer einmal tun wollte. Wenn wir jetzt so wie den Bewerb am 15. August als Beispiel hernehmen, was verlangst du da dein Körper auch? Was muss der da für Leistung erbringen? Kannst du das ein bisschen plastisch machen? Naja, man kann rechnen ungefähr jetzt, sage ich mal, vom Kalorienverbrauch, wenn wir den einmal hernehmen, kannst du rechnen ungefähr zwischen 700 und 1000 Kalorien pro Stunde. Das heißt, es bewegt sich dann irgendwo zwischen 15.000 bis 18.000 Kalorien, die ich theoretisch zuführen müsste. Natürlich hat man bereitet man sich da dementsprechend darauf vor, dass man einiges an Kohlenhydraten gespeichert hat im Blut und im Muskel. Aber ich sage einmal, so 10.000 bis 15.000 Kalorien muss ich da auch zuführen in die 18.000 Stunden. Und das ist auch eine große Herausforderung eigentlich, dass du einfach das immer wieder was zu dir nimmst und dass da der Magen oder der Darm nicht zum Rebellieren anfängt. Und jetzt hast du eine Familie, du hast 3 kleine Dirndler. Wie gut ist das kombinierbar? Wie leicht oder schwer ist das für deine Familie? Ja, das ist natürlich nicht einfach.
wenn man da jetzt total eigensinnig seinen Weg gehen darf und sagt, okay, die Familie ist da, aber ich möchte das einfach machen um jeden Preis und lass die Familie hinter. Also so funktioniert es nicht, so möchte ich es nicht haben. Meine Frau ist sehr, sehr verständnisvoll. Wir kombinieren Training mit Freizeit. Wenn wir wohin fahren auf einen Ausflug, dann laufe ich hin, dann fahre ich mit dem Radl hin oder laufe dann heim. Und so lässt sich das verbinden. Mir imponiert das total, dass der Zweck ein guter ist. Mir taugt es, wenn sich wer Herausforderungen stellt. Wenn du jetzt dann ankommst am 15. August, wo können wir da Juhu schreien? Wo bist du? Wo ist das Ziel? An diesem Tag ist das Schlossplatzfest im Haus. Und nach dem jetzigen Plan, eben mit den 18 Stunden, wie wir gesagt haben, werde ich dort zwischen 19 und 20 Uhr irgendwann hoffentlich eintreffen. Wenn es nicht so gut geht, vielleicht ein bisschen später. Und da freue ich mich natürlich, wenn ich möglichst viele einheimische Gäste, aber auch Gäste trifft, die sich da vielleicht mit mir mitfreuen können oder mit uns mitfreuen können. Und Klaus, noch ein ganz kurzer Blick in die Zukunft. Was kommt danach? Ja, unmittelbar danach kommt einmal ein Terminurlaub mit der Familie. Und Rosten im Herbst. Irgendwann im September vielleicht laufe ich vielleicht noch irgendeinen Traillauf, einen längeren. Muss ich erst schauen, vielleicht in Deutschland oder so. Klaus, hast du eine Lebensphilosophie? Gibt es sowas, einen Leitsatz, irgendwas, was dich begleitet? Ja, ich habe eigentlich grundsätzlich natürlich den Gedanken, dass du einfach das tun sollst, was dir Spaß bereitet. Aber jetzt habe ich vor kurzem bin ich hinter einem nachgelaufen im Niertning und der hat auf seinen Leiberl hinten oben stehen gehabt. Der Schmerz vergeht, der Stolz bleibt. Und das ist irgendwo so für das, was ich jetzt gerade mache, ein ganz gutes Motto. Weil es ist schon mit Schmerzen verbunden. So ab einer gewissen Dauer, ab einer gewissen Kilometerleistung, ab gewisse Höhenmeter, dem habe ich irgendwie halt akzeptiert und auch weggesteckt. Und der vergeht nämlich. Und eben der Stolz über das, was man geleistet hat, dass man einfach eine gewisse Wegstrecke zurückgelegt hat oder wen helfen hat können damit, der bleibt natürlich. Also Klaus, meine ganz persönliche Meinung, du bist ein bisschen irre. Aber ich finde es irrsinnig großartig, wenn wer Grenzen überwindet und einfach auch mental so stark ist in Zeiten wie diesen. Meine größte Hochachtung. Danke. Und wir sehen uns am 15. August am Schlossplatz. Wir drücken da alle die Daumen und ich glaube die ganze Region und drüber hinaus mit mir. Dankeschön für deine Zeit. Danke euch. Danke.